Neulich schrieb ich für einen meiner Kunden einen Ratgebertext zum Thema selbstständig machen, beziehungsweise womit kann ich mich selbstständig machen. Und neben meinen eigenen Erfahrungen aus fast 10 Jahren Selbstständigkeit recherchierte ich auch im Internet, was man so darüber schreibt. Und da bin ich zum Teil auf Listen mit 75 und mehr Ideen gestoßen, womit man sich selbstständig machen kann. Und während diese Listen alle ganz interessant sind, fehlten mir einige wichtige Aspekte und die möchte ich heute ergänzen, um das Ganze rund zu machen. Dafür habe ich dir heute mal meine 5 besten Tipps zum Thema, womit sollte ich mich selbstständig machen, mitgebracht. Punkt Nummer 1, solche Listen mit ganz vielen Geschäftsideen kannst du als Inspiration nutzen. Sie können dich aber auch in die völlig falsche Richtung lenken. Wie der große Unternehmer Gary Vaynerchuk einmal sagte, nur weil es gerade cool ist, ein Startup zu gründen, muss das nicht das Richtige für dich sein. Nutze solche Listen also als grobe Orientierung, aber finde bitte deinen eigenen persönlichen Weg zum Erfolg in die Selbstständigkeit. Denn genau darum geht es. Du musst etwas finden, was deiner größten Leidenschaft entspricht und wo du bereit bist, für den Rest deines Lebens daran zu arbeiten und das zu machen. Weil es macht dir so viel Spaß, dass du es gar nicht als Arbeit nachvollziehst und du versuchst damit, dein Leben zu bestreiten. Du bist so Feuer und Flamme dafür, dass ein Ruhestand für dich gar nicht in Frage kommt. Und dazu hatte ich letztens ein interessantes, kurzes Gespräch mit einer älteren Dame, die hat jetzt noch ein paar Jahre, bis sie in den Ruhestand gehen darf und sie barmte und jammerte und dass sie doch bloß noch ein paar Jahre hat und endlich froh sei und nach 2-3 Minuten musste ich sie kurz unterbrechen und habe dann gesagt, also ich arbeite, bis ich umfalle. Die Frau kriegte dann so eine Augen, weil ich gesagt habe, ja, ich habe mir was ausgesucht, was mir Spaß macht und was ich für den Rest meines Lebens durchziehen werde, weil es einfach mich erfüllt, weil es nicht nur Spaß macht, weil es natürlich auch Geld bringt und alles drumherum ich mich damit wohlfühle. Ich glaube, viel lange darüber nachgedacht hat sie nicht, aber das eben als Beispiel. Man sollte eine Arbeit sich wählen, egal ob selbstständig oder angestellt, die man halt gedanklich nicht bloß sagt, oh, ich muss es bloß noch bis zum Ruhestand schaffen. Dann hast du höchstwahrscheinlich das Falsche gewählt. Punkt Nummer 3 und damit wieder zurück zum Thema, du musst dir einen groben Plan ausarbeiten. Also du musst jetzt nicht von Anfang an gleich den perfekten Businessplan haben, aber eben eine grobe Richtung. Möchtest du beispielsweise Musik produzieren? Möchtest du beispielsweise Webdesigner oder generell Designer sein? Denn als Designer kannst du ja im Internet viel machen oder in der Mode. Oder vielleicht was Handwerkliches. Du musst eine grobe Richtung haben, aber jetzt noch nicht den perfekten Businessplan. Nur dann hast du aber die Chance, dich auszuprobieren. Womit ich bei Punkt 4 bin, nimm dir Zeit und wirklich Zeit, dass du für ein paar Tage oder vielleicht auch für ein paar Wochen in dich gehst. Überlege, was machst du am liebsten, was begeistert dich, was löst große Leidenschaft in dir aus. Stecke das ab und unter Umständen geht es dir so wie mir. Ich hatte viele mögliche Optionen, musste mich dann aber irgendwo auf eine Sache entscheiden, weil du kannst nicht 3, 4 Sachen gleichzeitig aufbauen. Dann wird unterm Strich nie irgendwo 100% bei allem ankommen. Was ist es also, woran du Tag und Nacht denkst, was dich begeistert, was dir vielleicht auch mal im positiven Sinne den Schlaf raubt? Das definiert Leidenschaft und da musst du dir das aussuchen, was bei dir am stärksten Motivation verursacht. Und vielleicht denkst du jetzt, ich habe ja eine ganz, ganz tolle Idee, aber damit werde ich nie im Leben Geld verdienen können. Mache dir bitte bewusst, dass es für fast alles einen Markt gibt. Im Internet werden getragene Schlüpfer und gebrauchtes Badewannenwasser von irgendwelchen Pornostars verkauft. Und ja, es gibt Leute, die nehmen sowas ab und bestellen sich so etwas. Also es gibt wirklich für fast alles einen Markt. Man muss ihn nur finden und kreativ sein, wie man damit dann sein Geld verdienen möchte. Und da bist du völlig frei. Und Punkt Nummer 5. Wenn du jetzt diesen groben Rahmen abgesteckt hast, dann heißt es ausprobieren. Gerade am Anfang einer Selbstständigkeit heißt es ausprobieren, testen, analysieren, beobachten, bei der Konkurrenz schauen, was kann ich besser machen. Vieles geht erstmal in diese Denkarbeit als Vorleistung rein und dann kannst du sagen, damit kann ich Geld verdienen, das funktioniert nicht so gut, ich sollte mich mehr darauf konzentrieren. Und genau deswegen ist es auch als Selbstständiger, selbst wenn du schon viele Jahre erfolgreich sein solltest, merke dir das, solltest du immer wieder schauen, was kann ich noch besser machen, was macht die Konkurrenz besser, wenn du welche hast, wenn nicht, dann für dich selbst einfach immer wieder Optimierungen vornehmen. Es geht, es ist immer wieder Luft nach oben, denn der Markt verändert sich, egal was für Produkte oder Dienstleistungen du anbieten möchtest. Es verändert sich ständig und wer sich da nicht anpasst, geht einfach unter mit der Zeit. Und so bin ich nach vielem Ausprobieren und auch sicherlich hier und da Lehrgeld lassen, einfach beim Texteschreiben hängen geblieben. YouTube kam dann später dazu als Leidenschaft. Aber ich bin in erster Linie beim Texteschreiben hängen geblieben, mache das jetzt im 10. Jahr
und das für meine Kunden, für meine eigenen Webseiten, für Bücher, die ich noch vorhabe zu schreiben. So habe ich meinen Weg gefunden, habe aber auch vieles andere ausprobiert, wo ich gemerkt habe, das ist einfach nicht meins. Denn meine Grundidee, die ganz grobe Grundidee war für mich, ich möchte mein Homeoffice haben und im Internet, also rein 100% im Internet mein Geld verdienen. Bin also Generation Internet und habe gedacht, das ist mein Rahmen, das ist mein Spielraum, in dem ich mich selbstständig machen möchte. Und so habe ich halt schon mit 16 angefangen und habe dann so mit 21 gefunden, genau was ich haben möchte, und habe das mit den Jahren immer weiter ausgebaut. Und genau so musst du deinen Spielraum finden, sei es im kreativen oder im handwerklichen Bereich oder als unterrichtender Mensch, wie auch immer, als Coach beispielsweise. Es muss dein Rahmen gefunden werden und darin probierst du dich aus, bis du dann die ganzen Details, die ganzen Feinheiten für dich gefunden hast, wo du sagst, das klappt, ich bin zufrieden damit, das macht Spaß und ich kann damit auch ausreichend Geld verdienen, um ein gutes Leben zu führen. Und genau deshalb können solche Listen im Internet mit 75 und mehr Ideen richtig toll und inspirierend sein, aber du musst für dich einfach herausfinden, was sind deine persönlichen größten Leidenschaften, dazu den groben Fahrplan abstecken, dich dann ausprobieren, austesten, das Ganze verbessern, verfeinern, bis alles sitzt, bis alles hundertprozentig funktioniert und dich zufriedenstellt und es natürlich auch auf dem Konto klingen macht, ganz klar, sonst würdest du dich ja nicht selbstständig machen wollen. Und ich wünsche dir dabei die maximal möglichen Erfolge. Wenn du noch Fragen zum Thema Selbstständigkeit hast, dann schreib sie mir in die Kommentare oder als persönliche Nachricht. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.